Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice und willkommen zu einer weiteren Folge K-Wop, diesmal dabei die A91. Warum K-Wop und A91, mögt ihr euch vielleicht fragen, so scheiße ist die Waffe doch gar nicht, zumindest auf den ersten Blick. Weil wenn man sie dann so mit den Waffen vergleicht, mit denen man sie so ganz gut vergleichen kann, merkt man einfach, dass sie fast jedes Duell eigentlich irgendwo verliert. Also vergleicht man sie mit der ACWR, hat sie die niedrigere Feuerrate, die niedrigere Muzzle Velocity und den deutlich längeren Reload. Recoil technisch nehmen sie sich nicht viel, Schaden ist der gleiche. Genauigkeit unterscheiden sie sich auch nicht so sehr gut. Die A91 hat die das bessere Hipfire, aber ja, ich finde, man kann mit der ACWR auch ganz gut hipfire. So, vergleicht man die A91 mit sowas wie der Ace 21, dann ja, ist die A91 ein bisschen schneller mit der Feuerrate und hat auch die etwas höhere Muzzle Velocity. Dafür hat die Ace 21 mehr Schuss im Magazin, dafür immer noch den niedrigeren Reload, hat weniger Recoil. Und ja, zum Vorteil der A91 kann man dann wieder nur so ein bisschen sagen, ja, aber sie hat ja das bessere Hipfire. Und ja, ist, finde ich, noch keine Entschuldigung. So, wenn wir weitermachen mit anderen Waffen, mit der man die A91 gut vergleichen kann, fallen sonst noch die M4, die MTA, die SG-553, alles andere Karabiner auf, die alle auch eigentlich besser sind als die A91. Also M4, gleiche Feuerrate, höhere Muzzle Velocity, deutlich schnellere Reload, weniger Recoil. So, ja, die A91 hat das bessere Hipfire. MTA-21 hat die deutlich höhere Feuerrate, hat eine höhere Muzzle Velocity, hat einen schnelleren Reload, hat dafür mehr Recoil, aber dafür kann die A91 da dann nicht mehr mit dem Hitfeuer punkten, weil da ist die MTA genauso gut. SG-553 noch schnell als letzten Vergleich, die hat auch den schnelleren Reload, die hat noch mehr Feuerrate, die hat einen ähnlichen Recoil. Also A91 wirklich, der Reload ist mit einer der Statistiken bei dieser Waffe, die mich am meisten stört, weil sie mit 2,7 für den kurzen und 3,3 für den langen einfach wirklich, wirklich lange ist. Und das stört mich bei der Waffe, weil man muss mit so einem langen Reload einfach ein bisschen defensiver spielen, weil du kriegst einfach nicht mehr als maximal 4 Leute mit so einem Magazin weg. Und das auch wirklich nur im Nahkampf, wenn sie gut stehen. Und dann musst du nachladen. Und wenn du dann in der Situation mit mehr als 2, 3, 4 Leuten bist, dann musst du eben da nachladen, wo du 3 Sekunden für den Reload Zeit hast. Und so viele Stellen gibt's da nicht. Also ich bin ja auch eigentlich nicht so der Typ, der gerne irgendwie sehr defensiv spielt. Aber mit der A91 muss man das zum Teil einfach tun, weil du für diese 3 Sekunden Reload, da kannst du nicht in einem freien Feld stehen oder sonst was. Da musst du dich mal kurz in der Ecke hocken und warten, bis diese Animation vorbei ist, um dann wieder wirklich angreifen zu können. Alles andere ist dann eigentlich der Freitod, weil nachladenderweise da rauszulaufen macht halt einfach keinen Sinn. So, da braucht man auch nicht dann mit so Camper-Sachen kommen, weil ich bin halt lieber ein Camper als tot. So, das ist im Prinzip ganz einfach. Also, natürlich ist Campen kein sehr schöner Spielstil, wenn man es bis ins Extreme steigert. Aber wenn ich für meine Reloads eben Sicherheit brauche und während meines Reloads nicht sterben möchte, kann ich eben nicht ganz so aggressiv sein und dementsprechend würde ich die A91 auf jeden Fall nicht zu den Top-Karabinern zählen. Aber bei K-Wop wollen wir zeigen, auch mit einer nicht ganz so tollen Waffe kann man ordentlich was reißen. Und ich finde gerade bei diesen letzten 2 Clips, die ich hier glaube ich habe, 2 oder 3, fällt sehr schön auf, dass der Silencer auf dieser Waffe, ich meine klar, der Silencer ist immer gut, weil du nicht auf der Minimap bist, das habe ich ja mittlerweile schon zuhauf angesprochen, aber gerade wenn man eben so eine Waffe hat, mit der man vielleicht etwas defensiver spielt und länger an einer Stelle sich auch mal befindet, dann ist es natürlich erst recht von Vorteil, einen Silencer zu haben, weil man sich dann auch einfach sehr nah an den Gegnern befinden kann und sie einfach an einem vorbeilaufen. Und das ist natürlich extrem entspannt so zu spielen, wenn man in so einer Deckung ist und die Gegner einfach nach und nach angelaufen kommen und keine Ahnung haben, dass du in dieser Ecke bist. Aber wie gesagt, das ist eben so ein Spielstil, der sehr verschrien ist in der Shooter-Community.
und dementsprechend spiele ich solche Waffen eigentlich nicht so gerne. Da würde ich, wie gesagt, viele von den Waffen, die ich aufgezählt habe, mit einem schnelleren Reload, wie gerade die ACWR, bevorzugen, weil ich da einfach viel schneller wieder im Gefecht bin und weiterkämpfen kann, weiter vorrücken kann und wirklich diese Stops zwischendurch, in denen ich einfach nur nachlade und nichts weiter tun kann, auf so ein Minimum beschränken kann. Das gilt natürlich hauptsächlich für so schnelle Spielmodi wie Team Deathmatch und Rush, weil sowas wie Conquest, wo man nicht immer in die Situation kommt, dass da gleich ganz viele Gegnermassen ankommen, dann kann man natürlich sich auch mal die 3 Sekunden Zeit Reload nehmen, ohne sich gleich richtig verstecken zu müssen. Ich persönlich präferiere ja aber so die Infanterie-Spielmodi, bei denen es so richtig zur Sache geht, wo ordentlich Gegner kommen und wo ordentlich Action ist, und dafür brauche ich dann eben eine Waffe, die auch diese ganze Action verträgt, und ich denke, die A91 gehört da nicht unbedingt rein, aber umso besser gehört sie dann zu K-Warp, und damit ist dann aber auch diese Folge K-Warp schon vorbei und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.